Hallo und herzlich willkommen zum Video, wie ich eine Punktwolke in HiCard einfügen kann. Grundsätzlich finden Sie diesen Befehl unter Punktewolke, Punktewolke einfügen. Hier müssen Sie wissen, dass in HiCard nur eine Punktewolke mit der Endung lsboy importiert werden kann. Wenn Sie eine E57-Datei bekommen haben, dann muss diese vorab konvertiert werden. HiCard geht beim Öffnen dieses Dialoges immer in das Verzeichnis, welches vordefiniert worden ist. Im Standard ist dies so, dass es im HiCard Installationsverzeichnis einen Ordner Punktewolken gibt und dort werden die konvertierten Dateien abgelegt. Diesen Ordner können Sie auch beliebig an eine andere Stelle definieren. In diesem Fall müssen Sie hier in die HiCard Einstellungen gehen und können hier über diesen Punktewolkenpfad mittels Doppelklick einen anderen Ordner vordefinieren. Dieser kann natürlich auch am Server liegen. Sie können aber auch, so wie ich in diesem Fall jetzt machen werde, eine Punktewolke irgendwo am Server oder am PC importieren. In diesem Fall nehme ich hier diese Punktewolke. Man sieht es hier auch schon an der Endung und mit Öffnen wird mir hier eine Vorschau dieser Punktewolke dargestellt. In diesem Fall kann ich jetzt, da es sich hier um eine Vorschau handelt, diese Punktewolke nicht drehen. HiCard fragt mich ab, ob ich einen Ursprungsdatei oder einen Ursprungspunkt wählen möchte, was ich hier mittels Klick auf einen Punkt machen kann. Oder ich kann hier mit der rechten Maustaste das Koordinatensystem der Punktewolke übernehmen, was ich hier auch mache. Das heißt, ich klicke rechte Maustaste und jetzt wurde hier meine Punktewolke importiert und ich kann in dieser bereits die Drehungen und auch hier die Punktewolke ansehen.